Joko, ich habe ein neues Mini-Stativ von Tamrock, das Zipshot, wie du siehst hier, sehr dezent auf meiner kleinen Fototasche, das möchte ich mal vorstellen. Ja, zeig mal her, Stefan. Hier, das Zipshot Mini-Stativ, wie du siehst, auf meiner kleinen Fototasche platziert. Und wenn ich sie da runter, das Stativ runter haben würde, geht das auch super schnell. Den Aufbau, ja, das ist keine Aktion, das geht extrem schnell. Ich würde sagen, teste das mal an, guckst dir mal an und vielleicht zeigst du es auch den Zuschauern mal, was man mit dem Stativ so anstellen kann und wofür es sich eignet. Sieht gut aus. Das Zipshot von Tamrock brauche ich wirklich nur an seinem Kugelkopf in die Luft halten und schon klappen die Beine selbstständig und blitzschnell aus. Ich habe das Zipshot mit verschiedenen Fotogeräten belastet. Hier zuerst mit einer Spiegelreflexkamera und zwar mit einer Canon 7D und dem L-Objektiv 17 bis 40 mm. Mit dieser mittelschweren Kombination habe ich viele Kamerapositionen ausprobiert und gemerkt, dass ich natürlich den Kugelkopf schon fest anziehen muss. Das Zipshot selbst steht dabei aber sicher und zuverlässig. Natürlich ist das Zipshot auch bestens für Zubehör geeignet, wie hier der starken LED Wolfeye Storm Lampe, die ich auf ein Connection Kit Pro gesetzt habe. Und auch ein Traumflieger Slave Flash kann ich mit dem Zipshot prima in die gewünschte Leuchtposition bringen und von dort aus auch schnell verändern und neu positionieren. Optimal ist dieses immer dabei Stativ auch für eine Verwendung mit einer Kompaktkamera und zum Beispiel dem Selbstauslösermodus. Fast so schnell wie ausgeklappt ist das Zipshot auch wieder zusammengeklappt. Die Beinelemente werden wie bei einem Zeltgestänge auseinandergezogen und übereinander gelegt. Zum Schluss wird das Beinepaket mit den zwei roten Gummibändern gesichert, die sich übrigens bestens auch zur Befestigung an zum Beispiel einer Tasche eignen. So, jetzt noch schnell auf die Waage damit. Das Zipshot von Tamrock wiegt ganze 311 Gramm. Egal welche Fototaschen oder Fotorucksäcke Sie benutzen, für das Zipshot gibt es immer ein Plätzchen, von dem aus Sie es schnell zum Einsatz bringen können.